Auf der langen Liste europäischer Osterbräuche nimmt der alljährliche Wettbewerb des Pizza Mir Jaja in Moschenice an der Quarner Bucht sicherlich eine Spaßfaktor-Sonderstellung ein. Pizza Mir Jaja, österlicher Eierbeschmiss, heißt die Kunst, ein gekochtes Ei mit einer Euromünze so zu treffen, dass die Münze im Ei stecken bleibt. Der festgelegte Abstand hierfür beträgt 2,80 Meter und das Dopingpflichtprogramm vor den drei zulässigen Würfen besteht aus dem Leeren eines guten Glases estrischen Weißweins. Ausgetragen wird der Wettkampf immer am Ostersonntag vor dem mittelalterlichen Stadttor von Moschenice. Besucher sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Hinter uns ist gerade das 23. Pizza Mir Jaja in Moschenice vorübergegangen. Der Gewinner steht fest und ich stehe hier mit dem Organisator Dusan Rubinic. Dusan, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Wettbewerb zu veranstalten? Also ich bin Konzessionär vom Museum und das war diese Eierpicken. Ich möchte nur kurz sagen, das sind eine gekochte Eier und wir schmeißen mit 1 Euro Minze von 3 Meter in Eier. Sie haben mich gefragt, wie komme ich nach Idee? Also wenn ich 3 Jahre jung war, wir haben das schon gemacht. Und seit ich Museum genommen bin, das ist schon 23 Jahre, organisiere ich mit meiner Familie dieses Turnier. Weltmeister, das ist Weltmeisterschaft in Eierpicken. Wir bekommen jedes Osten einen Weltmeister-Eierpicker. Okay, und der Weltmeister-Eierpicker oder Eierbeschießer ist es ja eigentlich, ja. Der bekommt was? Der bekommt viele Preise. Wir machen eine ich weiß nicht, wie sagt man in Deutsch, ein Tragen von Holz und dort ist ein Schinken von 7 Kilo, ein Käse, eine 4 Kilo Schafenkäse und dann verschiedene, viele, also ich werde sagen, das ist nicht so wichtig, aber Preiswert, was bekomme Gewinner, ist ungefähr 400 Euro. Also der Weltmeister im Eierbeschmeißen hat also sicherlich für das kommende Jahr ausgesorgt. Hat denn diesen Titel schon jemand zweimal hintereinander gewonnen? Ja, wir haben zwei von Ort, welche sind zweimal das Gewinnen. Mein Wunsch wie Organisator ist auch, dass ich einmal gewinne, aber das habe ich nie geschafft. Ja, du bist ja mit Moderieren beschäftigt, da geht das nicht. Ja. Aber das geht ja bestimmt zurück auf eine alte Tradition hier. Wo kommt das her? Diese alte Tradition, wir haben als Kinder das gemacht. Wir haben als Kinder, vielleicht 6-jährige Kinder, wir haben das Eier gepickt, wer hat gewonnen, hat eine Eier bekommen für Essen. Das war für uns sehr wichtig, weil wir waren nicht so reich. Ein Eier war für mich einmal eine Reichheit. Und deswegen ist das eine fantastische Tradition. Was möchte ich wirklich ehrlich sagen? Ich bin begeistert deswegen, weil von mehreren Hunderten sind Kinder. Wir haben über 50 kleine Kinder, welche wird unsere alte, schöne Tradition weitergeben und weiterlieben. Okay. Ist das denn nur hier in Moschenice, dass man das spielt oder gibt es das woanders auch noch? Nein, gibt es überall so etwas wenig, aber so Weltmeister in IPK gibt es nirgends. Das ist nur in Moschenice, praktisch in ganz Europa. Wir sind einzige Turnier, wo bekommen wir Europameister von Eierpicken.
Also eine europaweit einmalige Veranstaltung. Wir sind gespannt, wer nächstes Jahr gewinnt. Und herzlichen Dank an Dusan Rubinic. Ja, danke schön Ihnen. Und ich lade Sie, ich freue mich. Das kann ich nächstes Jahr wieder Ihnen mit Ihnen sprechen. Vielleicht werde ich diese Weltmeister nächstes Jahr sein. Ja, oder ich. Wir sind gespannt. Genau. Vielen Dank. Dankeschön.